Stepfather Fred. Der wird noch eifrig versucht, Fußball zu schauen. Das ist schon vorbei. Ja, sind schon alle weg. Das sind die Aufbauten. Jetzt nicht mehr. Das ist sehr traurig. Kabel vom Anhänger total durchgeschliffen. Jetzt haben wir weder Blinker noch Lichter jetzt am Anhänger. Das ist natürlich bei zunehmender Dunkelheit wichtig. Wenn wir es bis Berlin rechtzeitig zum Load-In schaffen, das ist die spannende Frage. Der Techniker versucht gerade die Kabel in schweißtreibende Aktion wieder zusammenzubringen. Doch der Sturm kommt immer näher. Du kannst uns helfen vielleicht? Nee, ich kann nicht suchen, aber es ist überhaupt nicht Bescheid hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Die Arbeitsbedingungen werden nicht unbedingt einfacher. Das Schicksal nimmt hier keinen Ende. Ein Regen zieht auf, ein Sturm zieht auf und es regnet. Es macht sich Schnee bemerkbar. Zwischen auch so weit, dass auch Post zu lang zu packen. Was ich was erkennen kann, inzwischen kommen auch schon einzelne Hagelkörner runter, hier der 1. Der Himmel zieht zu und hier wird weiter gekämpft mit Gaffer. Wir haben jetzt eine Stunde circa verloren. Naja, weil wir müssen es ja jetzt festmachen. Aber ich denke mal, das Konzert steht nicht auf der Kippe. Wir werden das schaffen. Wie gesagt, auch der Himmel zeigt sich eher blau. Da kann man keine schlechten Witze erzählen. Hier der Hänger, der muss jetzt noch 500 Kilometer transportiert werden. Und hier der Nordschau. So, Station Nummer 2, Berlin. Ihr wollt euch über Reichtum, über Macht definieren. Wollt mehr, immer mehr konsumieren. Geht aber über Leichen, doch was kümmert euch das? Irgendjemand muss mal dieses Spiel nun mal verlieren. Ihr seid wie Gold, ihr beschändet ohne Skrupel. Hier ist jetzt heute Berlin K17, Bühnenaufbau. Wir sind ja eigentlich viel zu spät gekommen und haben so schnell aufgebaut wie noch nie. Hier gibt es noch so ein paar Soundeinstellungen. K17, wie man es kennt. So, das ist der Zeitplan. Heute hier K17. Und morgen um 12 Uhr geht es spätestens weiter. Hier geht es zu den Duschen. Hier haben wir die Nummer 8, der mächtigen Stepfather Fred. Und in der Nummer 3 haben wir Hämatome. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Nord und Co. nächtigen. Hier, ganz kurz einen Blick auf meine Handtücher. Ich habe was vorbereitet. Ah! Der Zauber. Ihr seid wie Gold, ihr beschändet ohne Skrupel das Land. Ihr packt die Schaufel wieder ein, hinterlasst roten Sand. Euer Durst auf Besitz wird nur ganz kurz gestillt. Also zieht er wieder los, wie Hunger es fällt. Überfluss und Dekadenz. Es ist nicht alles Gott, was greift. Ja, das ist ja der richtige West. Also, Nee, er ist es. Du, oder? Also, gut gespielt heute und lass mal den hin. So, schön von dir, dass du dich verkleidet hast, jetzt kannst du aber auch wieder. Schön. Hast du da eine Anweisung gefunden, wie man das bastelt, oder? Nein. Einfach drauf los. Nach der Show ist vor der Show. Hier, die Halle. Leer. Sachen in Cases gepackt. Backdrop wird noch runtergerissen. Schön was hier, Berlin. 100 tote Tiere für den Pelz sind nicht schlimm. 1000 tote Kinder für den Stein in den Ring. 100.000 Seelen, die du täglich verschlägst. Millionen Gründe, warum ich nicht so bin. Überfluss und Dekadenz. Hey, wir
verlassen Berlin. Es geht weiter nach Chemnitz. Schwunz tanzt weiter. So, wir sind jetzt hier in Chemnitz. So schaut es von außen aus. Und da ist die Sanitätsstelle. An diesem Abend spielen heute vier Bands und es gibt ewige Diskussionen, wie man jetzt am besten welches Puzzlestück rausfindet, hier fachsimpelt, wann wer was wie rausträgt. Hier werden jetzt Teile wieder rausgetragen, die dann glaube ich später wieder reingetragen werden. Und so ist das eben ein ja, Kommen und Gehen der Musiker. Überfluss und Dekadenz, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hier ist unbegrenzt. Schön Blutung heißt es? Oh, oh, schau das mal, schau das mal. Herrlich, herrlich. Was ist denn das? Rührei oder was? Oder? Nee, das ist Fürstlichlikör, Baileys und halt Grenadine. Thomas Müller vom FC Bayern, gebürtig aus Chemnitz, hier ist er. FC Bayern, Stern des Südens. Aber jetzt nicht abschweifen. Ja, ja. So, was willst du bestellen? Wir bestellen jetzt hier eine Bockwurst an der Aral. Warum ausgerechnet an der Aral? Weil an der Aral gibt es nachts die beste Bockwurst in Chemnitz. Geistern dir hoch, wir leben frei in Würde und mit Stolz. So, gestern 16:30 ins Bett und 9 Uhr morgens geht's weiter. Mit diesem Gefährt braucht man ein bisschen länger nach Köln. Kalle, gut geschlafen? Nö. Alles nur für diese Nacht.